Hallihallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen aus meinem Auto. Ja, ihr wisst es ganz genau. Das heißt Labereckenzeit, Laberecke. Obwohl ich wieder gestehen muss, ich habe nicht so hundertprozentig wieder Themen. Also rede ich einfach mal aus meinem Gehirn ungefiltert raus. Hier noch ganz kurz zur Tankstelle schauen, was der Sprit heute kostet. 1,342. Da bin ich mit am Weg zum Flughafen. Meine gute Freundin vom Flughafen Moppoln, die landet in circa 10 Minuten. Das heißt, ich habe nur leicht selber, bis die gelandet sind, bis die ausgestiegen sind, bis sie einen ganzen Krempel haben, das dauert alles. So, geht's wieder retour auf die Autobahn. Ja, über was quatschen wir denn so? Gute Frage eigentlich. Primär, gleich mal eines, ich brauche schon langsam neue Games. Irgendwie ist die Luft jetzt raus. Ich spiele zwar gerne Titanfall, ich spiele immer wieder mal gerne Battlefield, mehr oder weniger. Oder auch mal Forza, aber so richtig, ich brauche einfach mal wieder ein bisschen frisches Material, was Neues. Und da freue ich mich momentan wirklich am allermeisten auf Destiny. Da bin ich wirklich schon so gespannt drauf, auf dieses Game. Ich hoffe es, dass es wirklich so gut wird, wie sie alle gesagt haben. Und dass es nicht ein Flop ist oder so, also dann heute nämlich, glaube ich. Aber ich bin schon sehr gespannt drauf. Und habe ich gerade letztes Mal im Chat da gesprochen mit jemandem. Und ja, jetzt Halo-Style. Also, wenn ich immer wieder gefragt werde, also die Postings auch sehe, dann auf meiner Facebook-Seite, wenn es eben um Destiny geht, was man so daran findet, was so gut sein soll. Ich persönlich mag einfach diesen Style, also ich mag dieses Science-Fiction-mäßige, dieses, es ist typisch Halo, einfach vom Outfit her, und Halo war ja ein knaller Game, auch wenn ich jetzt nicht der Halo-Freak und Halo-Fanat bin, aber das Spiel an sich war gut. Mir gefällt einfach diese Thematik, so mit den Aliens und mit den verschiedenen Waffen und dieses Online-Rollenspiel-Bisselmäßige da, dass man ein bisschen leveln kann, dass man den Charakter zusammenbauen kann, wie wir es haben wollen. Das ist so wie bei Mass Effect auch gewesen, etwa. Und für mich das Allergenialste ist einfach diese Zusammenbindung, diese Verbindung von Online und Offline. Also wenn man jetzt eine Story spielt, kann jederzeit einer mit auf meinen Planeten springen, wo ich gerade bin, und dieses Gebiet einfach mitmachen, wenn er will. Und das finde ich einfach super, dass man sich nichts mehr kümmern braucht. Man kann mit mehreren Leuten was tun oder eben auch nicht, wie man es einfach haben will. Man kann natürlich dann spezielle E-Mails abwarten. Es passiert ja sowas alle halbe Stunde oder jede Stunde passiert halt irgendwo auf dieser Map irgendwas, was mehr oder weniger geskriptet ist, dass man einfach gemeinsam versuchen kann, diese Roboterspinne, die da herumgelaufen ist, zerstören muss oder sonst irgendwas. Also finde ich eine sehr interessante Geschichte. Wie groß die Welt dann wirklich wird. Man hat vor kurzem ein Interview gegeben, die Welt ist jetzt schon mal sehr groß, und natürlich ist jetzt die Art und Weise, wie die Welt ist, und das ist eben die Frage, Open World, ja, nein, man, im Prinzip fliegst du zum Planeten, dort hast du eine große Map und dann fliegst du wieder weg, und also es ist nicht eine riesengroße Map, sondern es sind eigentlich viele Maps, die man bereisen kann, so wie ich das verstehe. Hat halt den einen Vorteil, dass das Ganze natürlich immer wieder erweitert werden kann. Ja, weil es gibt jetzt zum Beispiel die ganzen Planeten, Venus und Mars und Erde und Mond und was der Teufel, was noch alles. Und im Prinzip können sie jederzeit dann sagen, schaut, jetzt bekommt ihr einen Planeten dazu, oder ihr bekommt vielleicht ein komplettes Sonnensystem dazu als DLC oder irgendwie so in die Richtung irgendwas. Weil angekündigt haben sie ja, dass Destiny ein Game sein soll, was ja länger läuft, ja, was über die nächsten Jahre supportet werden soll. Und das klingt halt dann schon sehr interessant. Also da bin ich wirklich gespannt drauf, wie sie das Ganze dann wirklich darstellt, das Ganze. Bin ich sehr neugierig. Was haben wir? Ja, Destiny. Das ist das Destiny, auf was ich mich eben freue. Bin sehr gespannt drauf, wie sie das wirklich dann verhält und ja, ob es der Flop wird. Bin ich sehr gespannt. Far Cry 4 braucht man nicht reden, aber das ist das Thema, was ich zum nächsten Mal sage. Nein, ganz anderes. ALS Ice Bucket Challenge. Yeah! Was mir ist schon langsam, ich finde die Idee gut. Ich finde die Idee gut, dass Leute, dass jemand das erfunden hat. Der Erfinder von dem Ganzen, also der Miterfinder von dem Ganzen, ist leider mittlerweile verstorben. Das ist, glaube ich, ein 27-Jähriger oder 22-Jähriger, weiß gar nicht mehr genau. Der hat einen Unfall gehabt, ist ertrunken. Auf jeden Fall. Ich finde diese Grundidee gut, weil eben sein Freund war eben ein ALS-Patient, und finde die Idee an und für sich gut. Was mir einfach nicht gefällt, ist, dass es wieder so Ausmaße annimmt, typisch Facebook einfach oder typisch soziale Medien. Es nimmt Ausmaße an, schaut euch bitte diesen Sonnenuntergang an, grenzgenial da hinten. Es nimmt Ausmaße an, der irgendwie schon am Ziel vorbeigeht, kommt mir vor. Also es
wird einfach nur mehr Kübel drüber und brrr und ha und und lässig. Und ich weiß aber nicht wirklich, ob diese Leute, man weiß nicht wirklich, ob die Leute auch wirklich das machen, was es geht, nämlich zu spenden. Es geht ja darum, dass man spendet oder sich einen Kübel drüber leert. Ja? Ich meine, es gibt so jetzt schon mittlerweile schon verschiedene Geschichten, wie das Ganze wirklich gehört, aber ich habe es mal auf Wikipedia nochmal nachgelesen. Da steht eindeutig, also entweder man schüttet sich einen Kübel rüber, also man soll eigentlich spenden, und wenn man das nicht, also innerhalb von 24 Stunden, wenn man nominiert ist, muss man spenden. Wenn man das nicht schafft, dann hat man mehr zu spenden und sich einen Kübel drüber zu leeren. Ja? So ist eigentlich die Grundidee gewesen. Ich sage mal, wurscht, wie sie es macht, gespendet soll was werden. Ja? Natürlich ist es einfach lustig, wenn das Ganze ein bisschen einen Rahmen hat und man sagt, schau, ALS, da bekommst du 5 Euro, 10 Euro, völlig wurscht. Jeder Cent zählt bei solchen Dingen. Da braucht es nicht tief in die Geldtasche greifen und sagt, schau, komm, ein 10er, ein 20er, den mache ich mir locker, trinke mal ein Bier weniger oder zwei und dann sollen die was haben davon. Dann finde ich es eine tolle Sache. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn solche Dinge auch für andere Sachen gibt. Meine ALS ist sicher eine dramatische Geschichte, eine Erkrankung, Nervenerkrankung und so weiter und so fort. Jährlich werden da, glaube ich, 100.000 Leute krank, so in die Richtung. Aber es gibt auch viele andere Dinge, natürlich. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also es ist nicht nur hier auf Facebook beschränken und ALS und so schön und tolles Kübel über den Schädel, sondern vielleicht irgendwo anders auch ein bisschen entsprechend dazu beitragen. Trotzdem, Idee finde ich gut und ich finde auch gut, wenn die Leute es wirklich so machen, wie es sein soll, nämlich das Ziel muss es sein, dass das Geld dort ankommt. Der Rest ist wurscht. Ja, was ihr da rundherum macht, wenn euch ein Eiskübel, ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Von mir aus haut es euch gegen den Kopf oder setzt es euch rein oder was der Teufel will, völlig egal. Hauptsache, ihr spendet ein paar Kröten, damit die Forscher da entsprechend Energie und Ressourcen haben, um rauszufinden, wie man das Ganze verhindern kann, heilen kann, ja, wie auch immer. Das wäre eine ganz wichtige Sache. Ja, so, Far Cry 4, habe ich zuerst erwähnt, ja, freue mich drauf, wird auch sicher eine coole Sache. Bei den Racern bin ich unschlüssig, Forza Horizon 2 habe ich bestellt, freue mich auch schon drauf, weil mittlerweile bin ich überzeugt von dem Racer. Der Crew ist nicht mehr ein großes Fragezeichen darüber, obwohl ich es auch sehr interessant finde, so, was machst du, ist es zuerst fast wieder schneller, zuerst fast langsam. Finde ich auch trotzdem noch einmal interessant, weil die Thematik einfach lustig ist. Es dürfte eine funny Geschichte werden. Autos da irgendwie tunen wie so ein Taug, dann Lamborghini und die großen Crossreifen drauf, Scheinwerfer drauf, yeah! ja, wie auch immer, werden wir sehen. Ja, für mich bin ich mal froh, wenn ein bisschen neues Material kommt. Man hat so einen Haufen Games, aber irgendwie ist alles schon ein bisschen abgespielt und ein bisschen frischer Wind, habe ich mal gefragt. Und ich freue mich, ob diese neuen Games einen frischen Wind reinbringen. Ja. Minecraft habe ich auch schon mal, oder gibt es mir Minecraft, glaube ich, gibt es sogar nämlich eine Nachricht und nebenbei auf meiner Uhr gelesen, dass irgendwas mit 6 GB Update, irgendwas, ich weiß nicht, was es war, vielleicht ist Minecraft gerade heraus oder wie auch immer, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber ich noch mehr freue mich auf dieses Space Engineers. Ich weiß zwar nicht, wie gut das ist, aber ich finde einfach auch wieder die Thematik klasse im Weltraum, da kannst du ein Raumschiff bauen und solche Dinge. Also das finde ich einfach cool. Obwohl es eigentlich klar, wurscht ist. Und Battlefield, Special Forces leben wieder. Ich habe die Special Forces wieder zurück in das Leben gerufen. Special Forces war ein Modus, den ich erfunden habe. Kann ich wirklich sagen, den habe ich erfunden. Und zwar in Battlefield 3 haben wir dann öfters gespielt. Und zwar geht es darum, ich erkläre es einmal kurz für die Leute, die meinen Facebook-Account nicht geaddet haben, beziehungsweise auf meiner Facebook-Fanseite nicht sind. Schämt euch, ab in die Hölle mit euch! Es geht darum, dass man ein bisschen taktisch spielt. Also ich mag Battlefield an sich schon, nur dieses, ja, auf den normalen Server, wenn du spielst, dann bist du echt einer von vielen und jeder tut halt herumrotzen, wie es einem taugt, dann im Endeffekt, da habe ich einfach keine Chance. Aber ich bin einfach ein taktisches Spiel und ich glaube, ich bin im taktischen Gameplay kein schlechter. Auf jeden Fall geht es darum, es gibt die zwei Versionen, es gibt mal die Escort Mission, Special Forces Escort Mission, die jetzt einmal aktuell wieder aktiviert für Battlefield 4. Die spielen wir in Kürze. Da geht es darum, dass 4 Special Forces einen VIP quer über die Map geleiten und müssen zu einem Punkt kommen, also zu dem Eroberungspunkt, der am nächsten zum Terroristencamp ist. Da müssen sie hin. Und 2 Terroristen müssen versuchen, den VIP zu killen. Ja, das Ganze hört sich ganz lässig und einfach an, ist es aber nicht, denn es gibt keine Wiederbelebung, das heißt, wenn du tot bist, bist du tot. 2 gegen 4 ist nicht so einfach. Das heißt, Terroristen müssen sich entsprechend vorbereiten, haben halt den Vorteil, sie wissen,
dass die Gegner kommen werden. Die Gegner müssen schauen, wie sie da hinkommen. Ja? Es gibt keine Fahrzeuge, also man ist zu Fuß unterwegs. Also Szenario musst du dir vorstellen, Flugzeug abgestürzt, die fünf Überlebenden müssen jetzt zu Ziel kommen und die Terroristen warten auf sie und wollen sie hinrichten. Ja? Waffentechnisch gibt es auch ein bisschen Limitierungen und so weiter. Also, da haben wir schon was überlegt, dass das Ganze so werden soll. Und ist auf jeden Fall so eine tolle Sache. Und dann gibt es die zweite Version, das ist die Rescue Mission. Da geht es andersrum, dass eben vier Geiselnehmer eine Geisel bei sich halten. Die Geisel wird in den Raum eingesperrt, muss dort auch bleiben, kann aber versuchen zu flüchten. Allerdings, sobald sie den Raum verlässt, darf auf sie geschossen werden. Das heißt, flüchten nicht so einfach. Und da ist auch so, es gibt auch keine Wiederbelebung und zwei Special Forces versuchen, die Geisel zu befreien von diesen vier Terroristen. Ja, also auch nicht sehr einfach, muss man auch taktisch arbeiten und natürlich ist der Server so eingestellt, dass er ultra hardcore ist, also keine Sichtung, kein Spotting, nichts, keine Kennzeichnung, Gegner, Feind oder Freund oder was. Also das sieht man alles nicht, also man muss wirklich da sehr vorsichtig sein und entsprechend den erwischen. Ja. Ganz andere Thema, es war ja vor kurzem jetzt gerade, dass ein Kriegsjournalist getötet wurde, der wurde hingerichtet und dann ging ich gleich wieder, tam tam und alle schreien und heulen und man gleich vorweg, natürlich ist es tragisch, wenn ein Mensch stirbt, braucht man reden, es ist tragisch, kein Thema, aber wenn ich in ein Kriegsgebiet fahre, wo man weiß, da ist Krieg, da sind grausige Leute, da sind Arschlöcher, die andere über den Haufen schießen, dann brauche ich mich bitte nicht wundern, wenn es mich frisst. Sorry, da habe ich kein Verständnis dafür. Ja? Wenn ich in den kalten Fluss reinhüpfe, muss ich davon ausgehen, dass ich erfriere und saufe. Es ist halt auch so. Da muss ich schon sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass da jemand hinfährt, dass er davon berichtet. Weil ich bin auch wieder meiner Meinung, neuer Prinzip. Da ist ein Prinzip billig, da muss ich danken fahren. Meine Theorie ist nach wie vor, ich glaube, dass die ganzen Kriege, Terroristen deshalb da sind, oder deshalb so, das klingt jetzt blöd, erfolgreich sind, weil es Medien gibt. Ich bin der Meinung, wenn der Taliban einen Bus sprengt und kein Mensch berichtet davon, warum sollte der Taliban das dann machen? Es interessiert ja keinen. Ja? Es bringt nichts. Es interessiert keinen. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn das da unten in Saudi-Arabien oder in irgendwo, weiß der Teufel was, der einen den anderen Haufen schießt, ist die Frage, ob es nicht gescheiter war, wenn man es einfach nicht meldet. Natürlich passiert trotzdem Grausiges da unten, ja, aber das braucht man nicht öffentlich so raustragen und dann mit Fotos mit toten Kindern. Man, das ist das Kinderthema. Ja. In einem Krieg sterben halt Menschen, da sind halt Kinder auch dabei. Das ist auch so, das ist ein Krieg, verdammt nochmal. Und mit was schießen die ganzen Krieger da unten? Die haben alle Waffen, wo kommen denn die her? Ja, also das ganze Krieg, diese ganze Jammerei wegen Krieg und Co., man, Alter, das ist ein Riesengeschäft, das ist eine Riesenloppe, das ist ein Riesengeschäft, sonst gar nichts. Also ich finde das schon ein bisschen abartig, ehrlich gesagt. Also, ja, gut, ich will mich gar nicht weiter drauf auslassen, weil mich das nur aufregt. Ich, das ist eine Thematik, die geht mir echt am Zeiger. Und ihr seht, ich muss jetzt tanken fahren. Das heißt, ich bin am Ende meiner Reise, bin fast am Flughafen da. Wenn die Lady da vorne weiterfahren würde, Dankeschön, kann ich jetzt tanken. Ich sage, wenn wir schon beim Danken sind, sage ich danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Laberecke. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Schreibt ein bisschen Kommentare. Nehmt nicht alles zu ernst, was ich sage. Ich rede immer recht viel und ein bisschen um den Brei herum. Wie dem auch sei. Wir sehen uns wieder, hören uns wieder beim nächsten Mal Laberecke. Mal schauen, was mir noch mit einfällt. Wenn ihr Ideen habt, einfach schreiben. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.